Genuss. Ein vorübergehender Genuss. Das, was vorbeigeht. Welcher Genuss bleibt in diesem Leben? Wenn es sich beendet, dann am Tod ist Ende. Und dann liest du alles. Du liest dein Besitz. Du liest alles. Liebe Geschwister, wir sprechen heute über den Tod, wie der Tod zu uns kommt. Was auf uns zukommt, in Sicht des Islams. Du musst sehen, lieber Bruder, der Tod erstmal kennt keinen Ort, keine, also es ist alles festgelegt von Allah subhanahu wa ta'ala. Das musst du wissen. Und deswegen, es wird erzählt, Allahu a'lam, wie gesund diese Überlieferung ist, über den Minister von Suleiman, dass der Todesengel zu ihm kam. Und er war in Beziehung mit Suleiman. Der Todesengel kommt und er wundert sich. Suleiman fragt ihn, wer bist du? Er sagt, ich bin der Todesengel. Ich will deinem Minister die Seele wegnehmen. Aber ich wundere mich, das ist nicht der Ort, wo ich ihm die Seele wegnehme. Es ist woanders. Der Suleiman sagt zu seinem Minister, der Todesengel ist gekommen und er will deine Seele nehmen. Der Mann hat Angst. Oh, das ist meine Zeit. Er sagt, ja Suleiman, du hast Allah Ta'ala hat dir die Macht gegeben. Er hat die Macht über Wind, über die Dschinn, über alle Sachen. Er sagt ihm, ich möchte, dass du mich in Süden der Erde bringst. Er will flüchten. Er will weggehen, dass der Todesengel nicht ihn fasst. Allah Ta'ala sagt im Koran, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Egal wo ihr seid, der Tod kommt zu euch, auch wenn ihr in abgeschlossenen Räumen seid. Wenn du unter der Erde gehst, tief, tief, richtig tief, und du schließt alles ab, dass du denkst, du flüchtest, nein, der Tod kommt zu dir. Was ist passiert? Der Suleiman hat ihn dahin gebracht und dann hat er den Todesengel gefunden. Er wartet auf ihn. Er sagt, oh, hier wurde ich befohlen, dich weg, deine Seele zu nehmen. Und deswegen habe ich mich gewundert. Also der Mann hat, er wollte, dass er stirbt. Nicht, dass er flüchtet, letztendlich, dass er stirbt. Und deswegen, liebe Brüder, wenn der Tod kommt, erstmal Allah Ta'ala hat Todesengel erschaffen. Dieser Todesengel, Malakul Maut, er hat viele Helfer, die ihm helfen. Wenn sie zu einem kommen, sie kommen alle in eine Gruppe. Du stehst da, man steht da, dieser König oder dieser Minister oder dieser Präsident, er ist auf einmal krank. Oh, nimmt ihn, wohin? Zum besten Chirurg. Nimmt ihn zum besten Krankenhaus der Welt. Nimmt ihn und dann bringen sie ihn zu diesem Operationssaal. Der Kopf spezialisiert, Gehirn spezialisiert, er steht neben ihm. Der andere ist im Herzen spezialisiert. Der dritte ist im Nervensystem spezialisiert. Jeder und alle stehen, alle Professoren, alle besten Professoren, redet ihn. Er ist wichtig. Er ist ein König. Wir brauchen ihn noch. Redet ihn. Aber Allah Ta'ala hat ein anderes Wort. Alle versuchen, versuchen, versuchen. Allah Ta'ala sagt uns in Surat Al-Waqi'a, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Allah Ta'ala sagt, wenn der Tod den Hals reicht, wenn der Tod den Hals erreicht, dann seht ihr, was können wir tun? Wie können wir ihn retten? Wir aber, Allah Ta'ala sagt,
Aber ihr, ihr seht uns nicht. Er sieht was anderes. Was ist denn das? Ich sehe, was die anderen nicht sehen. Sie kommen aber auf einmal. Von oben. Sie kommen zu ihm runter. Mit bestimmten Kleidung. Sie kommen alle zu ihm runter. Er sagt, was ist das? Auf einmal kommen sie zu ihm. Und sie befehlen ihm, dass er seine Seele gibt. Gib deine Seele. Der Beweis, dass die Engel von oben kommen, ist im Koran. Allah Ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى sagt, diejenigen, die geglaubt haben und die auf dem geraden Weg waren, die Engel kommen zu ihnen runter. Als erstes, wenn sie gut sind, wenn du guter Mensch bist, du siehst die Engel, als erstes kriegst du Angst. Aber damit du diesen Angst nicht bekommst, sie geben dir die Botschaft. Zwei Sätze sagen sie dir. Hey, brauchst du keine Angst zu haben? Und brauchst du keine Sorge zu haben? Wer sagt das? Allah Ta'ala. Allah takhafu wa la tahzanu. Dritter Satz noch. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sie sagen dir, du brauchst keine Angst zu haben. Davon, was auf dich zukommt. Und du brauchst keine Sorge zu haben, was du gelassen hast, wenn du Kinder gelassen hast, deine Ehefrau, deine Familie, die dich brauchen. Sie beruhigen dich. Sie sagen dir, du brauchst keine Sorge. Dafür, was du gelassen hast, deine Kinder sind versorgt. Deine Ehefrau ist versorgt. Alles läuft gut. Subhanallah, du bekommst diese Botschaft von den Engeln. Sie kommen zu dir fröhlich, mit strahlenden Gesichtern, mit schöner Kleidung, mit schönem Duft, was du niemals gerochen hast. Dann kommen sie dir und sie sprechen mit dir. Sie sagen dir, la tahaf, keine Angst, la tahzan, keine Sorge, wa abshir, freu dich, das ist eine schöne Botschaft, du wirst das Paradies bekommen. Allahu Akbar, beim Sterben, deswegen Aisha, Ummuna Aisha, unsere Mutter, als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam neben ihr gestorben ist, sein Kopf war auf ihren Schenkel, als er starb. Sie hat ihn gehört. Er sagt, Bali Rafiq al-A'la, Bali Rafiq al-A'la, Bali Rafiq al-A'la. Dann hat sie gesagt, da wusste ich, dass er uns nicht möchte. Er sagte, ich möchte die höchste Stelle bei Allah haben. Ich möchte die höchste Stelle bei Allah haben. Ich möchte die höchste Stelle. Das heißt, Aisha hat gesagt, er hat die Wahl bekommen. Willst du jetzt zu Allah kommen oder willst du bei deiner Familie bleiben? Wir müssen wissen, jeder Prophet bekommt die Wahl, ob er sterben will oder nicht. Das ist bekannt. Das ist aber nur bei den Propheten. Der Todesengel kommt zu ihm, er sagt ihm, willst du sterben oder nicht? Dann sagt der Prophet das. Deswegen Musa a.s. Musa, der Todesengel kam zu ihm. Er sagt ihm, willst du jetzt sterben? Du musst jetzt sterben. Er sagt ihm, nein, ich will noch leben. Dann geht der Todesengel zu Allah Ta'ala. Er sagt ihm, Allah sagt ihm, sagt Musa, er soll seine Hand auf ein Kuh. Auf, was ist der männliche von Kuh? Stier, ja genau. Er muss seine Hand auf diesen Stier legen und alle diese Haare, worunter seine Hand ist, für jede Haar kriegt er ein Jahr mehr. Für jede Haar. Und dann hat Musa ihn gefragt. Und dann? Was ist dann? Er hat gesagt, sterben.
Dann hat er gesagt, nee, ich will jetzt sterben. Wenn das Sterben kommt,